So, hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Hallöle. Habe ich auch gerade gesehen in meiner Garage. Am Anfang hat man ja so eigentlich nichts und jetzt hat man schon ein ganz gutes Werk eigentlich. Da in seiner Garage. Ja, da Aber steht ich er. muss mir noch Fahrräder kaufen. Aber Mann, das Beste ist der VC-Motor und den kann ich jetzt nicht hören. Mann. Egal, es macht doch so Spaß, mit dem rumzugurken. Geil. Traumauto. Nee, meins ist das Traumauto. Können wir? Jo, bin bereit. Aber ich finde, von hinten sieht der Lambo halt ein bisschen kacke aus. Von hinten finden geht eigentlich. Na du Lamasch. Hey. Wo fahren wir hin? Weiß nicht, such was aus. Wir sind zu viert auf dem Server. Leo Sanduki ist dazugekommen. Was machen wir? Lass mal, das machen, was wir gestern gemacht haben, aber laden die anderen noch mit ein. Okay. Dann können wir auch noch ein bisschen fahren und die neuen Karren austesten. Habe ich Allrad? Ich habe Allrad, glaube ich. Ich habe nur Hinterrad, guck. Ja, Lambo hat eigentlich immer Allrad. Ja. Lamborghini baut ja mittlerweile nur Autos, die Hä? Wo Allrad haben. fährst du lang? Keine Ahnung, ich habe keine Markierung gesetzt. Muss mir der fahren. Oh, Kratzer. Toll, Auto ist gerade mal 3 Minuten alt und ist schon total schaden. Boah, ich hab's jetzt sexy Nice gemacht. Job. Kommst du? Ach nee, warte mal kurz, ich muss jemanden im TS, im Teamspeak, im Chat ruhig stellen. Ich hasse diese Leute, ich meine, verstehen die echt. Sorry, ich hab den Kratzer gemacht. So, Spieler. Oh, ich hab auch schon einen Kratzer. Da ist noch jemand dazu gekommen. Nice. Optionen, stummschalten. Oh, er ist eh rausgegangen. Ich verstehe halt nicht. Ich meine, das nervt doch jeden. Einfach jeden. Ja, mich verwirrt es auch abfacken. Und Ah, links, links. ganz ehrlich, mit den Leuten so zu reden, es antwortet eh keiner, weil keine Sau was Entschuldigung. weil keine Sau was versteht. Ja. Ich höre immer nur noch, wenn jemand da spricht, höre ich nur noch und alles. Man versteht gar nichts. Toll! Der geht so ab und er war 100.000 Euro billiger. Wir mussten da übrigens rein. Alter, der Bremsen. Hier rein. Ah, ich liebe dieses Boah. Auto einfach. Was war denn das? Oh, jetzt Autobahn. So, wer schickt mir eine Mission? Der Lester. Ha, der lästert immer so. Oh Kommst Mann. du? Oder brauchst du noch ein paar Jahre? Ja, ich muss gleichzeitig auf Handy gucken. Ah, mit So. deinem scheiß Auto. Du Ha? wolltest eh nie ein. Ich glaube, die sind beide in der Endgeschwindigkeit recht gleich. Wie fährst du Endgeschwindigkeit? 318. Ich habe 310, gut. Und Aber der hat das ist 100. schon. Wie viel PS hast du? 666. Ich habe 510. Über 100 PS weniger und fast genauso schnell. Dafür hat meiner 100.000 Dollar weniger gekostet. Stimmt. Aber meine ist keine China-Ware. Meine auch nicht. 6 Liter Hubraum. Okay, 3,1 Liter. Aber deiner, der hat irgendwie sowas von so einem SLS-Verschnitt irgendwie. Ja, nur ein bisschen AMG-Style, gell? Ja. Achtung, wir müssen rechts runter. Und dann da oben. Noch jemand Nee. Neues. 217. Alter, such dir ein Leben! Er hat doch 100% gecheatet. Ja klar. Aber trotzdem. Wow! Alter! Da biegt der Arsch einfach links ab. Kein Blinker, nix. Weißt du, typisch BMW-Fahrer. Bei denen ist das mittlerweile Sonderausstattung. Kaufen Sie ein BMW und Sie haben Vorfahrt gratis.
Hab's gefunden. Genau. Tada. So. Ich hoste, oder? Willst du? Oder du? Oder ich? Oder du? Okay, du. Dann lad mal alle aus der Sitzung ein. Mach ich. Ups. Mal die Minute kurz trinke. Das Problem ist... Hilfe. Gute ich Nacht. Ich hab keinen Ton. Ach stimmt, du hörst die Raketen nicht. Ich möchte mich halt ein bisschen umgucken, gell? Guck einfach nach hinten. Eingeladen, eingeladen, eingeladen. So, dann join ich mal schnell. Vielleicht ist da jemand noch schneller. Sagt sich, boah, geil, Alter, mit dem will ich unbedingt spielen. Stimmt. Ja, bei mir kann ich verstehen. bei den anderen beiden müssen wir kurz abwarten. Ja, haben Zeit. Regnet eh draußen. Ich gehe nur unter meine Freunde, ob ich da noch einen einladen kann. Ich glaube nicht. Das ist blöd, dass man als Mitspieler noch... Skillkiller. Ja, das ist ein Kumpel von mir aus meiner Klasse. Kumpel. DA 98, Darmstadt 98. Ah. Ein Fußballverein. Football. Ja, dann eingeladen. Dann mal an, ne? Wir warten noch mal kurz. Der ist Level 23. Ah, schlecht. Ah, gut. Lad nochmal alle aus der Sitzung ein. Ich kann nicht. Die Einladung. Geht nicht mehr. Kann ich auch drücken, wie ich will. Also aktueller Sitzung. Ja. Einladung abbrechen, abbrechen, einladen. Ah. Einladen. Oh, da kommen jetzt ein bisschen mehr. Noch ist keiner. Ah, einer hat abgelehnt. Okay. Ah, da ist tritt einer bei. Ich habe jetzt nämlich auch offen gemacht, die Spielersuche. Ja, offen machen. P-Doc 16. Habe ich nicht eingeladen, aber... Egal. Der tritt bei, ist doch schön. Ja. Ja, noch 15 Sekunden. Dann tritt mal auf. 61! Na gut, dass der wieder geht, Alter. Nee, es wird wahrscheinlich jetzt enden, dass wir zu zweit spielen, weil... Ah ja, 5, egal. 4. Passt schon. 3. 2. Oh nein, tritt noch schnell bei. Oh, auf Start warten, das heißt, wir warten, ob er beigetreten ist. Party Singler, keine Ahnung. Komm schon. Ah, egal. Doch, der ist beigetreten. Nee, verlassen. Nee, bei mir steht beigetreten. Egal. Aber bereits. Nein, wir sind nur zu zweit. Was? Egal, passiert. Komm, es ist 10 Uhr. Da kommt noch keiner. Voll die Spasten. Da geht schon los. Ach, mein Ziel ist wieder der Tod, einen Spieler zu erledigen. Also irgendwie möchte ich erledigen, wenn ich tot bin. Boah, das ist kacke. Steuerung. Ich hab schon wieder so einen Hochdrall, das ist echt ätzend. Ah, dann kann ich immer wieder gewinnen. Ah, ich sehe dich nicht. Ich gebe eigentlich gar keinen. Ich gebe nicht mal Gas. Aua. Alter, ich hab dich mit dem MG erledigt. Mist. Da fliegt ein Wrack. Zack, da liegt's. Ich feiere die Hintergrundmusik so. Ja, ich auch, ich höre sie nur nicht. Wow! Oh. Zwei Raketen direkt an dir vorbeigesammelt. Jetzt auch ein bisschen Stress mit den Kanonen, ne? Warte mal, ich bin falsch rum. Für die Zuschauer gerade, ich drücke nur den Dingens-Button. Wow! Alter, wenn die Maschine dich anvisiert, ne, lenkt die eben so ein bisschen automatisch dahin.
Ja, wo bist denn du? Kackbrutzen. Ach, da. No, nicht gut. Das gibt's doch nicht. Da. Hä, wie sieht denn die Kackbratze noch an? Danke. Stirb. Wow. Mist, ey. Die Raketen sind aber auch echt schlecht. Flugskills. Da ist es fast einfach, denjenigen einfach so zu rammen. Jetzt ein bisschen Stress, hä? Hast du mich gesehen? Nee. Würde ja gerne wissen, wo du bist. Oh, nicht gut. Oh, ja! Ich dachte, ich wäre weggeflogen. Ohne einen Ton ist das echt nicht leicht. Wenn die einfach mal so, wenn die auf einmal das Ziel verlieren und dann irgendwann wiederfinden, dann ziehen die auf einmal wieder. Ach, hallo. Komm her. Komm doch. Du Schisser. Wo bist du? Also ich sehe dich. Nicht mehr. Flieg einfach mal gerade Sonnenuntergang entgegen. Sieht so geil aus. Ein Kampfjet. Vor allem jetzt wird es Nacht, jetzt sieht man denjenigen noch mehr. Hallo. Hey, warum hat man ja dich eigentlich nicht anvisiert? Ich aber auch nicht. Ich hab so ein G an. Oh Mann, ey. Ah! Also wenn das im Vietnamkrieg auch so ist, dann kein Wunder, dass wir immer verlieren. Oh, nicht gut. Nein, warum geht mein Motor aus? Wow. Wow. Hä? Kill-Serie, toll. Die andere hat mich noch erledigt. Die hat dich also noch gekriegt. Gestern habe ich dich immer fertig gemacht. Ja gut, da hast du aber auch den Ton gehört. Jetzt ist es für dich halt definitiv schwerer. Obwohl, ganz ehrlich, mach mal den Ton bei dir ein bisschen an. Gibt zwar eine Rückkopplung, aber dann hörst du das ja sonst unfair. Egal, passt schon. Ich will dich töten, dann krieg ich doppelte RP. Ja, ich hab Kill-Serie im Moment. Okay. Komm doch her, Alter. Och Mann, Alter. Ach, nicht auf dem Boden. Oh. Ja! Schön. Wenn man's weiß, ist es ganz einfach, den auszuweichen eigentlich. Ja, aber wenn genug da sind und du dann eine übersiehst. Ja, dann ist halt, ja. Ich fliege meine Kreise. Wow! Hat ein Scheiß. Man muss sich schon ganz schön konzentrieren. Bist du ruhig gerade? Kann ich kein Radio? Ah, ich hab Radio, geil. Radio und Kampfjet. Ja. Sonderausstattung. Jetzt bei der Bundeswehr. Du Kackbratze. So, jetzt mal gucken, wie tief du fliegen kannst. Ich kann recht tief. Boah, über Wasser ist geil. Aber nicht so tief. Oh oh. Mein Motor will nicht mehr. Ach doch, gut. Oh, du bist hier direkt hinter mir.
Ja. Oh, mein Höhenruder ist im Arsch. Nö, oder? Oh man, hättest du nicht noch ein bisschen mehr fliegen, ein bisschen länger fliegen können? Nee, ich konnte nicht mehr. Mein Höhenruder war nicht da. Hä, warum? Im Wasser abgeflogen. Oh, mein Triebwerk raucht. Och, das wäre... Ich bin auf dem Boden aufgesetzt kurz. Ja, ich bin Boden, Wasser. Hey, du kannst aber langsam mal sterben. Oh, Scheiße. Ach, Selbstmord, da krieg ich nicht mal einen Kill. Jetzt habe ich nur nach hinten geguckt. Egal, du kriegst einen abgezogen. Ich flieg auf den Kopf. Geht nicht mehr. Oh. Das war knapp. Mal sehen, wenn wir auf den Server kommen, wie viele Leute denn da sind. Werden, weil während wir hier spielen, sind wir unabhängig vom Server geschaltet. Man fühlt sich echt wie im Vietnamkrieg. Wow, die ist ja doch da! Was ein. Also, wenn man echt in Real auch so den ausweichen könnte, dann muss ich sagen, warum sterben dann so viele? Weil das nicht ganz so leicht ist. Das wäre geil, wenn man stirbt, dass man noch Minusleben bekommt, Alter. Ja, man kriegt Minus Kills. Ja. Du hast ja 3 gehabt und jetzt hast du minus 2. Ja, ich meine, wenn du schon auf 0 bist. Achso, nee, das wäre nicht lustig. Das wäre null, Alter. Ich sag dir, irgendwann fliegen wir noch zusammen. Hä, wo bist denn du? Nein, falsche Richtung. Ist irgendwo auf meinem Radar. Hab dich. Ja, Rachekill. 50% zusätzliche. Ich glaube, wir sind zusammengestoßen. Nee, ich hab schon mal eine Rakete abgeschossen. Oh. Toll, direkt, ich werd direkt beim Wrack gespawnt. Du warst direkt vor mir und dann dachte ich. Oh. Nein, jetzt habe ich ja wieder 0 Kills. Ach, Kacka. Toll. War gerade nochmal spannend. Wie soll man hier echt 10 Kills hinkriegen? Ja, mit ein paar mehr Leuten. Aber ich glaube, dann bist du auch nur noch am Sterben. Oder wenn du einfach nicht fliegen kannst. Oder so. Tiefflug. Flieg mal Tiefflug über die Startbahn. Oh, Stein. Das ist nicht die Startbahn. Das war aber in der Nähe. Boah, wie geil ist sie, wenn du direkt beim Boden Raketen abschießt. Hab ich dich noch gekriegt? Ja, ich stand ja auch nur da rum. Ach so. 10.000. 6.800. Wie sich das anhört, Alter. Du hast gerade was. Apfel oder so, gell? Ja. 6.800. Schön. So, wir gehen mal in freien Modus wieder und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja. Von GTA Online.